Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder gefunden habt. Und zwar, wir haben bei der letzten Folge ja gesagt, wir wollen mal heute ein bisschen in Wohngebiet bauen. Und hier wurde immer das Gefälle als zu steil bezeichnet. Jetzt gucken wir mal schnell. Ich will es halt nicht hier drüber bauen, ne? Das ist immer so ein bisschen eklig, ihr wisst das. Aber es ist tatsächlich zu steil hier. Es wird als zu steil gekennzeichnet. Das ist ein bisschen dämlich. Ich zeige euch auch warum. Wenn hier ein Zug durchfährt, dann hängt er immer in der Brücke drin. Also er kommt schon durch, aber es schaut halt doof, richtig doof aus. Was wir machen könnten. Wir könnten diese Zugstrecke unterirdisch führen. Und den Weg dafür einfach weiter rausbauen. Dann müssen wir aber hier noch ein bisschen weiter weg, weil das ist nämlich ein bisschen tricky, das zu machen. Zum Glück haben wir noch so viel Kohle. Auf der anderen Seite, wir haben eigentlich immer so viel Kohle, muss ich dazu sagen. Naja, nicht immer. Wer die letzte Staffel kennt, der weiß, dass das nicht ganz wahr ist. Manchmal haben wir auch ein bisschen weniger Geld. Aber nur manchmal. Okay, so, das ist der Weg der Liebe, meine Lieben. Hier geht's raus. Das kann auch relativ einfach dann noch weiter erweitert werden. Aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Und zwar, jetzt wird er erstmal eine Mittelspur gezogen. Weil wir auch an den anderen Autobahnen, an die andere Autobahn eines Tages ran wollen. So, hier geht's hoch. Und hier geht's wieder runter. Und dann gehen wir hier aber noch ran. Wunderschön, da haben wir nämlich da auch nochmal ein bisschen was. Und hier gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Das wäre natürlich mega episch. Haben wir nämlich da auch nochmal einen Zubringer. Auch ziemlich cool. Und jetzt geht es hier mit kleineren Straßen weiter. Und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden hier ein bisschen untergliedern. Hier wird ein bisschen untergliedert werden. Und dann wird es folgendermaßen. Jetzt werden wir mal gucken, wie wir das machen. Na, da kann noch ein bisschen Meter runter. Hier auch nochmal. Also jetzt machen wir erst... Ah, machen wir das doch. Mach mal rum. So. So, dann geht's jetzt hier hoch. Auch gerade weiter. Bis hier drüben. Und jetzt machen wir hier gerade. Okay. So. Hier lassen wir mal frei. Jetzt gehen wir hier raus. Und gehen hier in so eine Art Drehung nochmal rein. Damit ist dieses Viertel nämlich nicht ganz so arg zugebaut. Obwohl es Zentrum, also Zentrum wird. Das ist ja das große Ziel. Es soll zwar Zentrum sein, aber es soll nicht zugebaut sein wie jetzt ein normales Stadtzentrum. Ja? Das ist immer schon noch mega riesig. Und hier wird auf jeden Fall extrem viel Action abgehen. Was allerdings auch noch wichtig ist, wir werden hier trotzdem Sachen reinbauen, wie zum Beispiel eben ein Amphitheater. Und dafür brauchen wir nun mal richtig heftig Platz. Ein Hundepark, den wird es hier auch geben. Zweimal einen japanischen Garten kommt hier rein. Hier, wie gesagt, hier entstehen Preise. Hier wird es teuer. Dann ein botanischer Garten. Den gibt es auch. Basketball Court. Ein City Park. Basketball Court gibt es auf jeden Fall hier. Wie gesagt, hier leben die etwas Betuchteren.
Party-Tent. Das werden wir dann irgendwann auch noch brauchen. Ein Sunken Plaza gibt es noch. People Park People Generator, okay. Ach, da können wir das dann wirklich auch ein bisschen... Was ist das? Crematory Apartments? Okay. Short Grass? Na, das wollen wir jetzt nicht. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das zur allgemeinen Erheiterung. Machen wir jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal Röhrchen hier langlegen. Wichtig ist, wir müssen natürlich auch noch irgendwann dran denken, dass wir eines Tages vielleicht auch mal auf Heizungen umswitchen wollen. Also auf Heizmöglichkeiten hier nochmal zurückgreifen, die ja das Spiel auch bietet. Wie zum Beispiel eben Geothermalkraft, ja. Auch das wird noch wichtig werden. Und das werden wir uns nochmal anschauen müssen. Aber ich habe jetzt eh schon Angst über das, was wir bis hier jetzt an Strom verbrauchen und an Wasser vor allen Dingen. Ihr seht schon die Wasserverfügbarkeit immer schon wieder am Ende. Und ich bin kein Freund von Wassertürmen, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle zugeben. Ich mag Wassertürme nicht so sehr, aber wir werden irgendwann nicht drum rumkommen, außer wir wollen hier wirklich extrem viel, wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Wir könnten hier zum Beispiel auch noch anzapfen. Ja, auch eine Möglichkeit. Wir könnten auch hier diesen kleinen Bach noch anzapfen, oder? Ja, der fließt nicht ganz. Nee, der fließt nicht ganz bei uns rein. Vorratstank Wasser werden wir brauchen. Pumpendienst werden wir noch brauchen. Was haben wir hier nochmal? Large Water Pumping Station. Ah, das ist so... Gucken wir mal. Wenn wir hier eine Large Pumping Station hier bauen. Die dürfen halt nicht im Dreck stehen, aber das hatten wir hier eh nicht vor. Hier ist nämlich schon ziemlich schmutzig. Vielleicht bauen wir die hier oben im Party-Bereich. Ne, da ist auch schon ziemlich voll. Hier so her. Gucken wir mal, was bringt uns die? Boah, die hatten einen richtig guten Betrieb, die Pumping Station. Dafür kriegen wir halt auch die Energie aus der Stadt selber raus. Okay. Stromverbrauch ist mittlerweile zusammengewachsen, gefällt mir gut. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir hier erstmal die Party starten. Und zwar werden wir Folgendes machen. Wir werden hier in dem kompletten inneren Zirkel von diesem Bereich werden wir erstmal dichte Wohnbesiedlung einrichten. Im äußeren Bereich gibt es kleine Besiedlung. Genau. Der ganze äußere Ring von diesem Park wird jetzt kleine Bebauung erstmal werden. Dann können wir es nämlich ein bisschen steuern auch. Und dann schaut es auch nicht so zugebombt aus. Und was wir auch noch machen werden, und zwar, wir haben ja hier nochmal eine große Möglichkeit. Wir werden das hier nochmal aufdröseln. Und hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten auf beiden Seiten. Das wird eine Einkaufspassage werden. Und um noch ein bisschen Druck runterzunehmen, werden wir Folgendes tun. Und zwar, wir werden hier diesen Bereich direkt an den Gleisen, werden wir aussparen. Und hier gibt es Büromöglichkeiten. So, okay. Dann, meine Lieben, dreifache Geschwindigkeit. Lasse die Spiele beginnen! Es wird jetzt enorme Bebauung stattfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt gleich richtig heftig eskaliert. Habe ich das? Ja, jetzt geht's los. Okay, auf geht's. Enorme Bebauung. Marsch. So. Und das ist alles ein riesengroßer, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Das hier alles wird ein riesengroßer Anschluss an unsere Straßenbahn. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Ring, den wir hier vorziehen können. Und hier werden wir dann diesen Park nach oben schieben und dann geht es nämlich hier direkt auf die Straßenbahn noch drauf. Dann haben wir hier nämlich eine schöne Ringstraßenbahn, die wir noch nutzen können. Aber wie gesagt, im Augenblick ist die Bebauung hier wichtig. Es entsteht alles gerade und wir haben unseren kompletten Bedarf sozusagen mehr oder weniger jetzt gerade geschrottet. Macht aber nichts. Wir bauen jetzt hier erstmal Solar.
dann ist das nämlich angeschlossen und produziert wie die Seuche Energie. Und 3, 2, 1, Action. Hey, komm. Action? Ah, noch nicht so weit vollgebaut. Jetzt geht's hoch. Okay, alles klar. Der Anschluss ist gelegt. Jetzt geht's richtig rund. So, wie gesagt, hier entstehen überall noch kleine Siedlungen. Und ich, warte mal, ich will jetzt eine Sache machen. Und zwar, hier oben ist ja unser Stadtteil der Liebe. Und der wird jetzt noch mehr mit Liebe ausgestattet. Jetzt muss ich bloß gerade gucken, wo. Da. Das Problem ist, der hat einen irren Lautstärkepegel. Das heißt, wir werden den raus ins Partyviertel rauspacken, weil da ist eh laut. Da ist es schon egal. So, hier findet unser Party, unsere erste Konzerte finden hier statt. Wir lassen es einfach mal so laufen. Natürlich im Zwergenrot, ist ja ganz klar. Wann? Nestor und Lily LaRouche. Auch wieder 5.7. gehen mittlerweile das erste Konzert los. Das gefällt mir. Was sagen unsere Twitterer dazu? Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Oh, so viel Lärm. Ich wünschte, ich würde einfach nach Hause gehen und ein Nickerchen halten. Lärmverschmutzung. Freizeitspezialisierung. Aber da wohnt doch keiner da draußen. Ja gut, es wollen halt viele raus. Ne? Aber es wohnt da gar keiner so in dem Sinne. Aber hier, ich glaube, es nimmt ein bisschen Entlastung auch. Jetzt werden wir Folgendes tun. Wir werden diese Straße hier, werden wir jetzt ein bisschen aufbohren. Und zwar auch gleichzeitig mit eben dieser Geschichte hier. Wie gesagt, das hatten wir ja die ganze Zeit auch ohnehin schon vor. Das hatten wir die ganze Zeit ja ohnehin schon vor. Jetzt wird es nur einfach gemacht. Und da fehlt auch irgendwas. Ach ja. Die Arztpraxis steht noch im Weg. So, jetzt ist das nämlich angeschlossen. Und jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Jetzt wird dieser Park erstmal ein bisschen geschoben. Das wird jetzt ein Unicampus-Park. Und dann ziehen wir hier diese Straße noch vor. Dann haben wir erstmal hier einen schönen Anschluss. Da können wir nämlich auch zum Beispiel schon mal uns überlegen, ob hier vielleicht mal ein bisschen was Größeres entstehen darf. Nicht so arg, aber ein bisschen. An der Uni selber ist natürlich auch Wohnungspanik, ne? Also hier muss natürlich Wohnung auch etabliert werden. Ganz klassisch. Und hier geht es aber wieder gemütlicher zu. Wie gesagt, ich will nicht die ganze Stadt jedes Mal so riesengroß bauen. Manchmal ist auch kleiner auch schöner, ne? Also deswegen, ich überlege mir gerade, wie ich hier so ein bisschen einen kleinen Aufbau mache. Ja? Also möglichst nicht so arg heavy groß, sondern auch ein bisschen gemütlicher zwischendurch. So, weil jetzt ist nämlich hier auch viel besser ein Verkehrsabfluss möglich, weil die durch die Stadt viel leichter durchkommen, ja? Boah, das ist ein 410 Railway. Das ist ein cooles Ding. Das ist ein geiles Gerät hier, ha? Huh? Warte mal kurz, Blick drauf riskiert. Das schaut schon richtig mega aus. Ja, kann man lassen. Warte mal, ist der voll? Ja, der ist voll. Auf dem Rückweg sind die Dinger voll. Schau mal, wie viele Leute hier mitwollen. Gucken wir mal schnell drauf. Wow! Da brauchen wir jetzt so ein Railway, um das abzufrühstücken, weil die kommen nämlich schon mit ziemlich voll gelastet. Und hier runter. Wo sind denn die anderen? Stecken die im Stau fest? Okay. Pass auf, jetzt müssen wir mal ein bisschen intervenieren. Weil wenn das so in die Hose geht mit dieser einen Linie, die haben 418 Passagiere. Aber guck mal, irgendwo muss ja jetzt hier... Die stehen nämlich sich zum Teil voll.
Hier sind 260, hier 100. Okay, pass auf, dann erhöhen wir die Fahrzeuganzahl mal auf 20. Dann sollten jetzt hier ein paar mehr rausfahren. Vor allem Railways finde ich mega. Weil die können das nämlich alles abfrühstücken. Die nehmen sich das einfach mal mit. Gucken wir mal, noch einen Blick riskiert auf die neue Anfangslinie. Da kommen jetzt natürlich ganz viele raus. Und die futtern hier. Der geht hier zum Beispiel relativ eiskalt durch. Gucken wir mal. Da ist er gerade. Das heißt, er wird jetzt gleich hier ankommen. Und jetzt wird er erstmal einladen. Zack, alle drin. So. Und hier unten geht es ja weiter. Hier 300 Leute. Also es wird schon auf jeden Fall gerne benutzt, diese Geschichte hier. Deswegen werden wir da auch ein bisschen aufbohren. Und ihr seht schon, hier steht sich auch ein bisschen alles gerade voll. Gucken wir mal, wann geht's los jetzt? Ja, die müssen immer ein bisschen warten, bis die weg sind. Und das ist auch immer so ein Problem, wenn man solche Straßenbahnlinien Tag oder Nacht only schaltet. Ihr werdet es dann sehen, weil dann wollen die abends nämlich alle zurück. Und tagsüber fahren sie alle wieder raus. Das ist dann ein bisschen schwierig. Bis die dann wirklich alle auf der Schiene sind, ist der Abend schon wieder da. Okay. Kurzer Blick. Hier rüber. Hier rauf. Und hier könnten wir gleich weitermachen. Aktualisieren. So, machen wir das gleich mal. Kommt auch bei unserer Katastrophenschutzbehörde. Geht dann mal tatsächlich auch dann eine Straßenbahn vorbei. Das können wir, wie gesagt, alles was da innen drin ist, können wir ja auch mit Bussen dann relativ einfach auf die Straßenbahnlinie bringen. Später dann auch mal mit Metro noch mit verbinden. So, jetzt habe ich gerade die Überlegung. Ja, hier hinten muss ich lang. Ups, leck, 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 leck. Ah, kleiner Safe Game noch dazwischen gekommen. Gucken mal. Wie gesagt, hier jetzt mal rüber. Zack, 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 zack. Ah, no. Mother of Nope. Das habe ich befürchtet. Ich hasse das immer, wenn das passiert, ne? Wenn du schon eine Linie hast, die halbwegs gut aussieht und dann klappt irgendwas nicht. Aber es geht in dem Fall tatsächlich. So. Und dann packen wir einfach nur noch eine neue Linie da drauf. Ganz easy. Und zwar, Anfangspunkt wird sein. Der Anfangspunkt wird liegen... warte. Hier geht's los. Wir dann hier nochmal... Warte mal kurz, da müssen wir mal schnell schauen. Das ist zu weit vorne. Hier wird er liegen. So, und dann gehen wir, wie gesagt, hier überall raus. Da auch am Güterbahnhof vorbei. So. Hier kommen wir auch nochmal hin. Dann gehen wir auf die Linie nämlich drauf. Da freuen die sich nämlich auch immer wie ein Schnitzel, wenn die dann so Punkte haben, wo sie verbinden können. So. Okay. Jetzt machen wir Folgendes. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir könnten jetzt gucken, dass wir hier irgendwo zum Drehen kommen. Hier hinten wahrscheinlich. Und dann wieder zurückfahren. Das heißt, so anschließen. Dann würde diese Linie aber nur One-Way gehen. Machen wir nicht. Wir drehen hier um. Wir drehen hier um. Und fahren hier auf der Linie einfach wieder eiskalt zurück. Weil den langen Weg am Ende müssen wir so oder so fahren. Weil nur da eine Möglichkeit zum Wenden für die Tram ist. So,
So. Und dann kommen wir hier nämlich nochmal vorbei und dann geht's nämlich... Ah! Okay, dann könnten wir eigentlich auch... Ja, nee, egal. So. Und jetzt gehen wir her und sagen, pass auf, du Tram, du bist ja eine Arbeitslinie eigentlich. Du fährst nur tagsüber. Dafür kriegst du tagsüber 24 Fahrzeuge, das passt auch soweit. Okay. Das heißt, diese Tram wird hier tagsüber rausdonnern und wird hier relativ gut was abarbeiten, denke ich. Dafür kommt die abends aber wieder, meine Lieben, und das dürfen wir nicht vergessen. Das kann uns hier ein bisschen den ganzen Topf verstopfen. Müssen wir mal aufpassen. So, was haben wir hier? Was, wie viel Müll? Oh, haben wir Müllkrise? Wir haben hier hinten eine kleine Müllkrise. Warte mal, large oder normales? Normales wäre ganz gut. Noch hier mal eine kleine Müllgeschichte her. Bei den Hubschraubern kommt auch nochmal Müllgeschichte her. Und hier draußen kommt auf jeden Fall ein Large-Zentrum her. Können wir das irgendwo auslagern, vielleicht, wo es nicht wehtut, hier draußen? Ja, hier ist gut. So, kommt nochmal auch eins her. Dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, Müll zu entsorgen. So, die Mülldeponie hier wird geleert erstmal. Genau, aber dann können, wie gesagt, da haben wir hier ein bisschen Entspannung, weil ja hier der Müll in dem Recycling Center gesammelt wird. Meine Lieben, weiter geht's in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann wieder sehen. Ansonsten aber empfehle ich die anderen Projekte, die auf dem Kanal sind, die alle auch ganz arg toll sind. Und ich sage an der Stelle erstmal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.